So happy strahlen bald Eltern Annemarie und Wöhne um die Wette. Zwei Verliebte in der Stadt der Liebe. Die Weihnachtstage sind vorbei und 2018 steht in den Startlöchern. Für Annemarie, 40, und Wöhne Carpendale, 40, hat 2017 eine besonders süße Überraschung bereitgehalten. Die Moderatorin und der Schauspieler erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Bevor sie im neuen Jahr zu dritt sind, verbringen die Turteltauben jedoch noch einen Kurzurlaub in Zweisamkeit. Und welche Stadt bietet sich da besser an als Paris? Der TAF-Kollegin von Tore Schölermann, 33, könnte es wohl kaum besser gehen, denn sie wird nicht nur Mama. Nein, sie hat in Göttergatte auch noch ihre ganz große Liebe gefunden. Zudem verbringen die zwei die letzten Stunden im alten Jahr in der französischen Hauptstadt und Annemarie kann ihr Glück kaum fassen. Auf Instagram veröffentlichte die gebürtige Hannoveranerin nun ein Selfie mit ihrem Liebsten, auf dem sie mit der Sonne um die Wette strahlen. Noch verliebter ist das verschmuste Foto, das auf seinem Social-Media-Account postete. Erst im November verkündeten die bald Eltern voller Vorfreude, dass sie Nachwuchs erwarten. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, haben die TV-Stars noch nicht verraten. Aber wer weiß? Vielleicht überraschen sie ihre Fans ja zu Neujahr aus Paris mit dem Barbie-Geschlecht.